Und ja. Hallo, Flixivo. Oh, es geht auch direkt los. Du musst auch noch Game und Player kennen. Ja. Oh mein ja. Gott, du musst so viele Sachen auf einmal machen. Und du musst auch noch einmal swappen. Ja. Und oh mein Gott. Und wir können jetzt auch ins Match starten. Wir sehen auf der linken Seite mit Pikachu. Mr. Love und Pikachu von Perfect Shadow. Ja, ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er Pikachu nimmt und dass er Peach spielt. Peach schon irgendwo, weil mir Mr. Love auch vorhin gesagt hat, dass er gegen Perfect Shadow heute wahrscheinlich nicht seinen Fox rausholen wird. Stimmt. Das letzte Mal, als sie aufeinander getroffen sind, hat Perfect Shadow gewonnen. Das stimmt, ja. Und dort konnte Perfect Shadow einen dritten Platz machen. Beeindruckend. Und Mr. Love musste sich mit dem 5. zufrieden geben. Wer ist der Vierter geworden? Heber. Ah. Im Match bislang selber leichte Führung für Perfect Shadow. Kriegen wir jetzt vielleicht das Edge-Cut zu sehen? Na, sehr schöner Sweet-Spot. Aber, Abflash vielleicht nicht ganz so clever, wenn der Gegner unter einem ist. Schönes Turn-Up. Da geht Mr. Love damit leicht in Führung in den Prozenten. Was eine Down Smash so alles ausmachen kann. Oh, schön. Bei 83% auf FOD. Krass. Oh, der hat so voll aufgeladen Forward Smash fast getroffen. Oh, schöne Recovery. Oh mein Gott. Aber da trifft ihn her und ist wieder komplett ausgeglichen. Schönes Matchup auf jeden Fall von beiden. Hat ein bisschen zu lange gewartet. Hätte halt keinen Free-Jump gemacht, wäre halt damit offstage gekommen. Hätte er sich aber vielleicht trauen sollen. Vielleicht hätte es auch zum Kill gereicht, dann hätte es keinen Edge-Cut gegeben, bla bla bla. Aber dem jetzt gegeben. Forward-Smash. Oh. Aber auch hätte schön gemacht. Hätte sich auf jeden Fall die Option zur Kante offen halten sollten, mit seiner eigenen AP. Ja. Aber er ist auch dafür nicht konstant wie Pikachu. Und wollte wahrscheinlich nicht riskieren. Oh, war das gewollt? Ich weiß nicht, also sah echt so aus. Oh, schon wieder. Oh mein Gott, das ist jetzt schon der dritte Stop, der mit der AP. Heilige Scheiße. Schöne Downsplash, da muss ich natürlich selber mal merken, wie das ist. Beide sind doch sehr ernst, sehr in das Spiel vertieft. Ja, beide, also das ist auf jeden Fall ein Set in Berlin, was bislang eigentlich immer relativ knapp war und beide gewinnen können. Das kann sehr knapp werden, also. Oh mein Gott! Wieder die. Oh, schade. Und jetzt offstage. Down Smash. Oh mein Gott. Leider die Upsmash nur weak getroffen. Ein Upsmash könnte alles entscheiden, der ist ein bisschen zu gierig gerade. So, ich bin wieder da. Was habe ich verpasst? Saven und. Perfect Shadow versucht gerade ein paar Upsmashes rauszubekommen, aber. Ja. Und das erste Match geht an Dennis. An Mr. Yoshi Story. Da könnte es mit der Downbeat öfter klappen. Das schon, wobei ich vielleicht doch dann lieber Pokémon Stadium gesehen hätte. Ja. Einfach mit dem Platz, den Pikachu dann hat, um seine Schnelligkeit wirklich auszunutzen. Das letzte Movement von Pikachu, solange man nicht irgendwelche lustigen Tricks mit der AB macht, nicht das Beste. Ja. Aber auch wieder sehr eben beide. Oh, schön gespaced von Perfect Shadow, nicht in den Launch gekommen. Oh, schlechte Recovery. Aber schöner Speedball jetzt. Nicht gespaced und das Shake wird gepunished.
Oh, schon wieder. Aber gut ist die Eid. Oh. Oh mein Gott, er war so tief und dann läuft er gerade ein Stückchen nach vorne. Warum auch immer. Wo war der Grab? Ah, und damit der erste Stock für Mr. Love. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war gefährlich. Wie chokes, also bin sich nicht so sicher. Oh. Aber die Forward Smash, die selbst nicht. Und wir sind wieder eben. Schöne Forward Smash. Ah, nicht die letzte Recovery. Ah, ein bisschen zu langsam nach der Nintendo. Er kann leider nur trainen, anstatt einen sauberen Hit zu bekommen. Ah, schade. Schöne Dash, ey. Warum auch nicht? Oh! Und der Kill wieder mit der Down B. Dieser Perfect Shadow. Was für ein Aim der damit hat, also. Unglaublich. Ich würde ja gern von Dennis sehen, dass er dann versucht, irgendwie seinen Token noch rauszuholen und das damit zu kontern. Ja. Oh, schlechte Recovery. Den Sweet Spot leider nicht bekommen. Und immer noch wieder komplett even. Beide bleiben stehen, warten ein bisschen. Das sind so die Arten von Mindgames, die Perfect Shadow lieben. Ich hätte am liebsten ein drittes Set. Ein drittes Match. Auf jeden Fall, ich glaube das. Oh, schön gewartet, oh aber. Oh. Oh nein! Und das wird an seinem Mindset nagen. Mit SDs kann er gar nicht. Aber oh mein Gott, was ist denn mit ihm los? Die Abschlussschuld ist sehr, sehr, sehr schön. Und wir sind wieder even. Also. Ich weiß nicht, jedes Match, das wir kommentieren, ist even. Yes. Ich weiß nicht, ob man das als Fluch oder als Segen ansehen könnte. Oh mein Gott. Oh, schön steht die Ei. Ah, das hätte sein können. Oh, er versucht es jetzt wieder mit der Nähe. Er achtet nicht genug auf sein Spacing. Oh mein Gott, das könnte es. Ja. Nein, das ist vorbei. Oh mein Gott, 2 zu 0.